anderen Teil der Veranstaltung. Das ist A und O. Und es kommt natürlich darauf an, zu erfahren, zu erleben, dass die Respect Nights ein Teil unserer Kampagne ist für Toleranz, für Achtung, für Aufmerksamkeit gegenüber anderen, gegenüber jungen Menschen mit anderer sexueller Ausrichtung und dass sich diese Veranstaltung einbettet auch in die Veranstaltungen, die noch folgen, in die Respect Games Veranstaltung, ist sozusagen der hervorragende Auftakt von Respect Games. Was hast du alles dazu beigetragen? Naja, wir haben ein Tischtennisturnier organisiert, wir auch Kickerturnier. Wir haben mit der Gestaltung hier in der Einrichtung sehr viel zu tun gehabt. Und ansonsten alles, was so nebenbei auch hier zu erledigen ist, wir sind praktisch für alles zuständig. Wie viele Menschen erwartet ihr? Ziemlich viele Menschen, deswegen freuen wir uns wirklich auf das Turnier heute. Dann wünsche ich viel Erfolg. Ach, danke. Ja, aber hier müssen wir noch drei machen für Turnierleitung. Ist es schwer hier? Ja. Respect Night 2011. Was kannst du dazu sagen? Ja, wir haben dieses Jahr die Respect Nights 2011 zum dritten Mal. Machen wir die Respect Nights hier im Lüschi bei wunderschönem Wetter. Das ist das Vorevent für die Respect Games dieses Jahr. Wir haben noch 4 Wochen Zeit bis dahin und wollen schon mal mit den Jugendlichen, die dann auch hoffentlich bei den Respect Games dabei sind, hier ein Tischtennisturnier heute und gestern Abend hatten wir schon ein Kickerturnier zusammen veranstalten. Und das steht natürlich unter dem Motto, zeig Respekt für Schwule und Lesben. Wir vom Lesben- und Schwulenverband versuchen, durch Begegnung Respekt zu fördern und gegen Diskriminierung zu arbeiten. Und das gelingt uns jedes Jahr gut und immer besser. Und wir freuen uns, dass ganz viele Jugendliche, Kinder, Erwachsene, Rentner kommen, um mit uns gemeinsam Sport zu machen. Also ich bin der Felix und hätte 2 Fragen an dich. Was glaubst du, welchen Platz wirst du heute belegen? Das weiß ich nicht. Ich habe noch nicht gegen irgendwen gespielt heute. Aber ich denke mal, die anderen werden besser sein als ich. Und wenn jemand gewinnt, gönnst du deinen Gegnern den Sieg? Auf jeden Fall. Außer wenn er schon. Warte, ich stelle nochmal auf mich zu. Beim ersten Mal ein Spiel. Ja. Jeder gegen jeden. Du nimmst an Respekten der als teil, du spielst Tischtennis. Guck doch mal, wie macht das denn? Macht das Spaß? Und wie hast du bisher gespielt? Ich habe andere. Welche Interessen man vertritt, welche sexuellen Vorlieben man hat.
dass es unabhängig davon ist, dass man trotzdem gemeinsam Spaß haben kann über das Sport. Und spielt ein Bekannter oder eine Bekannte mit? Ich hoffe, dass mein Mann heute noch kommt. Ihr seid heute Kinderreporter für die Berliner Nachrichten bei den Respekt-Nights. Warum macht ihr das? Weil es halt Spaß macht. Und außerdem will ich auch selbst, dass man Schwule und Lesben respektiert und toleriert, weil es ist ja nichts Schlimmes, homosexuell zu sein. Ich mache das, weil es mir auch Spaß macht. Ich bin auch derselben Meinung wie mein Kollege. Und mir macht es auch ziemlich Spaß. Und ja, es macht auch Spaß, die Leute zu interviewen und ihre Meinung zu hören. Was ist euch besonders aufgefallen bei diesen Gesprächen, die ihr geführt habt? Dass die meisten so denken wie wir beide. Also, dass die meisten wollen, dass Lesben und Schwule toleriert und akzeptiert werden und respektiert. Mir ist aufgefallen, dass die Leute die Antwort wirklich die Fragen wirklich ehrlich beantwortet haben und nicht irgendwie ausreden. Du hast wieder viel Kühe oder so. Ich bin die Charlotte und ich hätte jetzt ein paar Fragen. Ja. Ist Respekt und Toleranz Alltag in Pankow? Ich glaube, an vielen Orten, in vielen Einrichtungen ist Respekt und Toleranz wichtig in Pankow und wird auch tatsächlich gelebt. Aber es gibt natürlich auch Situationen und Ausnahmen vom Respekt und Toleranz. Und da, denke ich, müssen wir noch viel tun in Pankow. Dass also überall, auf jedem Schulhof, in jedem Jugendclub, auf allen Straßen und Plätzen Respekt gegenüber anderen aufgebracht wird. Und die zweite Frage ist, was halten Sie von dieser Veranstaltung? Die Veranstaltung gibt es ja jetzt zum dritten Mal und ich war dreimal dabei. Mindestens bei der Eröffnung und habe auch zwischendurch geguckt, wie die Veranstaltung läuft. Und ich finde es eine schöne Veranstaltung, weil Kinder aus unserem Bezirk, Kinder und Jugendliche aus unserem Bezirk, mit Kindern und Jugendlichen auch aus anderen Bezirken oder aus anderen Ortsteilen hier zusammen Sport und Spaß haben und auf diese Art und Weise, glaube ich, Respekt und Toleranz sich zollen. Ja, und deswegen finde ich das schön. Danke für Ihre Ehrlichkeit. Das fand ich von den Endlichen aber auch. Ja. Ich bin der Herzog und ich hätte zwei Fragen auf das bezüglich dem Essen. Wer hat sich überlegt, dass es hier heute zu essen und zu trinken gibt? Weißt du das vielleicht? Das waren wir, weil wir dachten, wir sind vom Lesben- und Schwulenverband, vom LSVD. Und wir dachten, wenn man schon Tischtennis spielt und den ganzen Tag sportiv unterwegs ist, ist es auch wichtig, dass man essen und trinken kann. Okay. Und dann meine zweite Frage wäre, was nehmen die Leute am meisten bis jetzt? Waffeln. Frische Waffeln. Okay, das war's. Das war schon erstmal. Okay. Gut, okay. Paul, welchen Spieler bist du? Ich bin für denjenigen, der am Ende gewinnt. Der hat es ja auch verdient eigentlich, so gesehen. Cool. Spielt ein Bekannter oder eine Bekannte mit? Ja, da ich öfters hier in den Club komme und viele von den Leuten, die ich hier kenne, Freunde von mir mitspielen. Was glaubst du, welchen Platz wirst du heute belegen? Das weiß ich nicht, ich habe noch nicht gegen irgendwie gespielt heute. Aber ich denke mal, die anderen werden besser sein als ich. Und wenn jemand gewinnt, dann ist dein Gegner in den Sieg? Ja, wir organisieren die Respekt Nights dieses Jahr jetzt zum dritten Mal mit dem Sportjugendzentrum und einfach mit anderen Jugendlichen, Kindern und Erwachsenen, das ist ja auch ein Erwachsenenturnier, Begegnungen zu schaffen. Und ich denke, Schwule und Lesben und Heteros beim Sport ist einfach eine gute Möglichkeit, Begegnungen zu schaffen und sich gegenseitig kennenzulernen. Das ist so der Hauptbeweggrund für die Respekt Nights. Und was wollen Sie damit? Wir wollen erreichen,
erreichen, dass ich halt gerade hier auch Jugendliche, die sonst keinen Kontakt haben oder glauben zumindest noch nie irgendwie auf einem Schwulen oder auf einer Lesbe getroffen zu sein, sich kennenlernen. Und beim Sport geht das halt relativ einfach, weil da erstmal der Sport im Vordergrund steht und nichts anderes. Und damit wollen wir natürlich Vorurteile abbauen und gegen Homophobie sozusagen arbeiten, dass gerade Jugendliche, die noch keine Kontakte so hatten, feststellen, dass es eigentlich auch alles ganz normale Menschen sind. Respect Nights, heute ist das Kindertischtennisturnier und im Anschluss daran dann das Erwachsenentischtennisturnier. Wir freuen uns alle total, dass ihr heute gekommen seid, dass viele da sind. Das ist echt grandios. Wir werden ein richtig tolles Turnier heute haben. Ich stelle mich erstmal vor, ich bin Christina Thiel. Ich bin hier die Projektleiterin im Lüchi in unserem Jugendzentrum. Und das ist meine Kollegin Marina Danilova. Sie ist meine rechte Hand. Also genau. Paul, ich bin der Herzog von Berliner Nachrichten und hätte ein paar Fragen an dich. Was magst du am Tischtennis? Ich mag am Tischtennis, dass es ein sehr schneller Sport ist und dass man schnell reagieren muss. Okay, was glaubst du, welchen Platz musst du heute beim Turnier belegen? So genau weiß ich das nicht, aber normalerweise möchte ich immer den ersten, aber das ist unrealistisch. Ich würde mich ganz zufrieden mit dem dritten geben, weil es gibt sehr große... Gönnst du deinem Gegner den Sieg? Ja, wenn er besser ist. Der besser ist, hat es verdient. Und was tust du, wenn du verlierst? Wenn ich verliere? Ich bin dann traurig halt, aber ich werde mir zu Hause einen schönen Abend machen und guck noch irgendein Schuh. Woher weißt du von der Veranstaltung? Ich bin derzeit im Lüchi beschäftigt. Da kam eins zum anderen, dann habe ich bei der ganzen Organisation davon erfahren. Also woher wisst ihr von der Veranstaltung? Ja, wir haben die mitorganisiert. Achso, okay. Genau, wir gehören zum Verein dazu. Zum Team. Und was erwartet ihr heute hier? Eine Menge Spaß, eine Menge Leute, eine gute Veranstaltung. Was sollte heute nicht passieren? Die Zufahrt sollte. Diskriminierungsfälle sollten hier nicht passieren. Unfälle sollten nicht passieren. Was ist für euch respektvoller Umgang? Und dass man ihn akzeptiert. War Sportmann. Und eine wahre Marathonleistung heute. Gefühlt 12 Spiele in Folge hat er gemacht jetzt in der letzten halben Stunde. Und war im Finale knapp unterlegen. Herzlichen Glückwunsch, Manfred. Zweiter Platz heute bei Respect Night. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Glückwunsch. So, und als Favorit ins Rennen gegangen und sich im Endeffekt hier auch durchgesetzt heute bei Respect Night 2011. Herzlichen Glückwunsch, Sieger Matthias. Wow. Glückwunsch. So, das war die Einzelkonkurrenz heute bei uns, auch allen anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern von 11 bis